Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir. Wir sind bei Windows-Anwendungen und wir wollen heute ein zweites Fenster machen. Unser Ziel ist es, ein zweites Fenster zu erzeugen, wo man ein Bild anzeigen kann. Also ich möchte praktisch auf einen Knopf drücken, das zweite Fenster soll aufgehen und dazwischen möchte ich mir ein Bild aussuchen. Bleiben wir mal beim ersten. Machen wir ein zweites Fenster. Schauen wir, wie das geht. Das ist unsere Anwendung. So haben wir das gehabt. Ein zweites Fenster ist ein zweites Form, was man hinzufügt. Also das kann man entweder darüber machen mit der rechten Maustaste und dann sagt man hinzufügen, ja, und sagt Formular, ja, neues Windows Forms, so neues Form, da gibt es. Ja. Oder man sagt da oben beim Projekt Komponente hinzufügen und oder Formular hinzufügen, gibt es da gleich direkt. Gibt es auch. Ist egal, was man nimmt. Man drückt einen Knopf und dann sagt man, okay, Windows-Formular, das passt, den gebe ich da unten einen Dateinamen und da sage ich halt Bildfenster. Das ist immer Bildfenster, da möchte ich das Bild anzeigen. Okay? Hinzufügen, Bug, da ist mein Bildfenster. Wunderbar. So, und jetzt, dass das gescheit ausschaut, gebe ich dann gleich wieder das andere Symbol. Ja, schaut doch wieder gut aus. Ja. Wir sehen, das ist jetzt, wenn ich das starte, jetzt ist das Bildfenster da, wenn ich das starte, dann schaut das genauso aus wie vorher. Das zweite Fenster ist nicht da, Ja. Das muss ich nämlich zuerst erzeugen, einmal irgendwo. Ja. Das muss ich zuerst erzeugen. Jetzt mache ich da mal oben einen weiteren Knopf. Wo ist ein Button? Ein Button. Ja. Und da schreibe ich rein, Bildanzeige. Das ist die Bildanzeige. Wenn ich drauf drücke, soll das Bild angezeigt werden. Gut. Was? Den gebe ich auch einen Namen. Da, Button. Bild. Button Bild. Normalerweise schreibt man das alles Englisch, weil wir arbeiten ja normalerweise in internationalen Konzernen. Und jetzt irgendjemand, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, fängt mit Buttonbild nicht an. Deswegen wäre Button Open Pick oder so mehr ein treffenderer Name. Das ist nur nebenbei. Ja, aber zum Lernen, sage ich mal, bleiben wir bei unserer Sprache. Was soll da mal passieren? Ich würde vorschlagen, wir zahlen das einmal einfach an. Ja, wir zahlen dieses Fenster einfach mal an, nur dass es einmal da ist. Also Bildanzeige, Klick, was machen wir? Wir haben ein Bildfenster, gell? Machen wir ein neues Bildfenster, ja? Und die nenne ich Bildanzeige ist gleich New Bildfenster. Was passiert jetzt? Schauen wir uns das an. Bildanzeige? Gar nichts! Ja? Das Bild ist erzeugt, die Bildanzeige ist erzeugt, aber ich muss zuerst herzahlen, gell? Das heißt, mit Bildanzeige.show, klack, klack, ja. Und jetzt starte, Bildanzeige, da ist, die Bildanzeige ist da, ole, ja. Super. Aber eigentlich will ich nicht, dass die Bildanzeige, auf der Bildanzeige, Bildanzeige, machen wir gleich mal einen Knopf rein und sagen schließen. Schließen. Button. Close. Ja, jetzt schreibe ich Englisch. Schließen. Was müssen wir beim Schließen machen? Wir sehen, wir haben auch ein eigenes CS-File. Was müssen wir beim Schließen machen? Das haben wir Bild.this.close. Genau. Dies ist dieses, ja, weil wir sind jetzt da in der Klasse Bildfenster und von dieser Instanz wollen wir das Close aufrufen. Schauen wir an, ob das funktioniert, ob wir das jetzt machen können. Bild anzeigen, macht's auf, schließen, macht's zu. Super. Jetzt möchte ich aber ich mache da mal bei der Bildanzeige, das mache ich ein bisschen größer vielleicht. Ja,
da, da muss ich den Anker ersetzen, ja. Anker, wo ist er? Top Left will ich nicht. Den will ich ja rechts unten haben, wenn ich die Größe verändere. Und dann möchte ich noch eine Picture Box hinein haben, weil ich möchte da drinnen das Bild ja anzeigen. Da ist die Picture Box, die mache ich hier bis hier oben und bis hier unten. Sehr schön. Ja. Und Picture Box 1, das passt mir jetzt. Das passt mir jetzt. Gut. Aber jetzt muss ich da irgendwie dieses Bild, was ich muss mir erst einmal ein Bild aussuchen, ja, muss mir ein Bild aussuchen und mal, wie machen wir das? Size Mode, Normal, sagen wir Center Image, haben wir gesagt, machen wir. Das ist vielleicht gut. Möchte mir ein Bild aussuchen. Wie machen das? Ich mache einen Öffnen-Dialog. Das mache ich aber gleich da rein. Das heißt, wenn ich da auf den Knopf drauf drücke, dann soll es mir nicht gleich die Picture Box aufmachen, ja, sondern soll es erst einen Datei-Öffnen-Dialog. Und da gibt es einen Open-File-Dialog, gibt es auch, zieh ich um, ja, pack, der ist da unten wieder. Open-File-Dialog. Ja. Den. Lösche ich. Diesen Open-File-Dialog, aha, ja. Jetzt habe ich das natürlich gelöscht. Wieder schauen. Open-File-Dialog, so. Muss ich nicht zu helfen wissen. Der Open-File-Dialog, den wollen wir anzeigen. Ja, nämlich da, wenn ich da einen Doppelklick drauf mache. Ich möchte also nicht das Bildfenster anzeigen, sondern ich möchte eigentlich den Open-File-Dialog anzeigen. Ja, und da sage ich Open-File-Dialog 1, ja, und dann sage ich Punkt Show-Dialog. Jetzt zeigt mir der das an. Ja, und dann schauen wir, da kommt was zurück. Dialog Result kommt da zurück. Ja. Das heißt, das kann entweder zwei Werte annehmen. Dialog Result okay oder Dialog Result nicht okay oder so. Aber ich kann sagen, if, ja, schon, Open Dialog ist gleich Dialog Result Punkt Cancel. Genau, Cancel ist das andere. Okay. Ja. Also wenn jetzt eine Datei ausgesucht wurde, es wurde in der Datei ausgesucht, ja, dann erzeuge ich erst das Fenster. So, und wie kommt jetzt die Datei in das Fenster hinein? Wie kommt die hinein? Ich mache einen Konstruktor, ich ändere hier den Konstruktor und sage, pass auf, ich will da eins drin mit File Name. Da soll der Dateiname drinstehen, den ich öffnen will. Okay? Dann ist es da unterwählt, aber da kann ich jetzt da schreiben, Open File Name ist das entsprechende. Da steht das jetzt nämlich drin. Da steht die Datei drin, die ich mir ausgesucht habe. Ja? Da steht die Datei drin, die ich mir ausgesucht habe. Das ist ein String. Ja? Dem übergebe ich. Jetzt ist es eigentlich okay, denke ich. Ja? Und ich werde noch in Bildanzeige.text ist gleich, wie auch gleich den Filenamen hineinschreiben, dass wir wissen, was wir anschauen. Schauen wir mal, ob das zumindest funktioniert. Wir zeigen das Bild noch nicht her. Wir übergeben den Bildanzeige. Na schau, da ist doch super. Super, da ist was. Ja. Ich habe da unter Temp was vorbereitet. Hydrolabor 1, öffnen. C-Temp Hydrolabor 1 wird angegeben. Also wir haben das erfolgreich ins neue Fenster hineingegeben, praktisch beim Konstruktor. Super, oder? Super. Jetzt brauchen wir es nur mehr anzeigen. Da im Konstruktor müssen wir das Bild nur mehr anzeigen. Und da sage ich PictureTag, PictureBox 1, ja, Punkt Image.
Und da muss ich ein neues Bitmap anlegen, das ist auch so eine Sache. Und das ist vom Filename. Also dort sage ich jetzt, ein Bild, das reicht. Das reicht. Ist das nicht super? Ja, schauen wir mal, ob es reicht. Bildanzeige, Videolab 1, öffnen. Da ist mein Bild. Da ist mein Bild. Ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Da ist das schöne Bild und wenn ich das größer und kleiner mache, das ist vielleicht nur ein bisschen unschön, dass das nicht größer und kleiner wird. Ja, das konnte man jetzt nur dazu programmieren. Da gibt es Events, Resize und so weiter. Kann man das Bild resizen? Bitte. Das ist ein super Bild. Ja, gell? Das ist von meinem Labor in der Schule, wo haben wir so eine kleine, schon eine Beltenturbine und da sieht man, wie sie wegfährt. Schönes Bild. Schönes Bild, schönes Video. Schließen. Gut. Nächstes Mal werden wir nur ein bisschen herumzeichnen im Fenster. Ja? Also wirklich, was ist, wenn ich nicht jetzt ein vorgefertigtes Bild anzeigen will, sondern möchte vielleicht irgendwo mit einer Linie, einen Kreis oder irgendwas hineinzeichnen. Wie geht denn das? Ja? Das werden wir sie das nächste Mal noch geben. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.